Da ist das Ding verpackt. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Letzte Woche ohne Unboxing, was ist da los, ja? Ich würde nur sagen zu dem noch, Nuggets. Ein paar Pakete habe ich zusammengesammelt. Heute ein absolut gestörtes Unboxing. Wir haben so viele Dinge dabei, perfekt für den Herbst und auch für den Winter. Also seid auf alle Fälle gespannt. Wie ihr natürlich wisst, werden die ganzen Dinge, die ich hier auspacke, von mir auch getragen. Allerdings, wie ich sie dann kombiniere, seht ihr auf Instagram. Also schaut unbedingt auf Instagram vorbei. Ich will auch gar nicht mal länger weiter quatschen. Ganz kurz noch, Freunde, ihr wisst Bescheid. Bald ist es soweit, meine neue Kollektion Liberty and Justice von M&M kommt Anfang November raus. Und so viel ich schon verraten kann, werden auch die Hosen dann doch schon bei dieser Kollektion dabei sein. Nice, Digga. Also freut euch auf alle Fälle. Die Infos kommen natürlich laufend in meinen Videos. Jetzt will ich gar nicht mehr lang weiterlabern. Here we go mit dem Unboxing. Seht ihr das? Das wartet da alles ausgepackt zu werden. Freunde, was haben wir alles bestellt? Sehr, sehr viel am Start. Wir haben viele Jacken. Die Versace-Jacke von Farfetch ist gekommen. Ich habe noch eine günstige Alternative bestellt. Ich mache am Sonntag ein Video. Nicht nur teure Jacken, so wie diese Versace-Jacken, sondern auch so um 100, 200, vielleicht maximal 400 Euro. Da habe ich mir eine sehr günstige um 90 Euro bestellt. Auch eine Puffer-Jacke, die werden wir auspacken. Dann eine Paisley-Jacke, 4 oder 5 verschiedene Hosen, Represent-Shirts. Also bunt durchgemischt, alles dabei. Ich freue mich schon extrem. Viele Hosen vor allem dabei. Viele Hosen. Zum einen habe ich mir jetzt geholt diese 6PM Track Pant. Die finde ich sehr nice. Ich habe die in schwarz auch noch. Hose ist sehr, sehr nice. Das ist in so einem Off-White-Ton. Creme-Weiß, sehr, sehr schön. Wir haben unten, wie wir es klassisch bei 6PM haben, natürlich diesen Zip. Und dann noch zusätzlich diesen Klettverschluss, damit man sich selber nochmal einstellen kann. Also das hat Ashraf wieder Bombe gemacht. Jeder weiß, 6PM Track Pants sind wirklich die nicesten. Und ja, ich freue mich, dass ich die habe. Ich habe die in München bei Leuten gesehen und habe mir gedacht, da muss ich unbedingt zuschlagen. Ist natürlich ausverkauft. Habe ich im Resell, ich glaube 100, 110 Euro oder so dafür bezahlt. Ist aber jeden Cent wert. Also ich habe die in schwarz und ich trage die so oft. Ich bin mega begeistert von der. Dann, das ist zum einen mal diese Hose. Dann hat mir Jaded London noch eine Hose zugeschickt. Die sind auf mein Instagram aufmerksam geworden. Von einer Instagram wissen natürlich Bescheid. Und haben mich gefragt, ob sie mir vielleicht noch irgendwas schicken sollen. Und jetzt haben sie mir diese Hose geschickt. Die ist vom Fit her auch natürlich sehr baggy gehalten. Das ist die Hose. Weiß ich nicht, ob ich es zu dem Shirt anziehen würde. Glaube ich nicht. Aber so finde ich es eigentlich ganz nice. Finde ich ganz cool. Unten stackt die Hose auch gut auf den Schuhen. Passt auch vom Fit. Was sagt ihr, Chat? Wie findet ihr die Hose? Wild. Weißer Hoodie dazu. Naja, ich habe überlegt, den Amiri-Hoodie. Ich habe mir ja komplett schon das Outfit ausgemalt. Den Amiri-Hoodie dazu anziehen. Den habe ich noch kein einziges Mal tragen, wie man das sehen kann. Und ich habe noch eine ganz wilde College-Jacke, die werden wir auch gleich auspacken. Kostenpunkt sind wir bei 90 Euro, was die Hosen kosten. Die haben jetzt auch eine neue Kollektion. Habe ich schon mal drüber gesehen, aber ach. Ich habe mir aber 3 weitere Hosen geholt. Eine habe ich jetzt eh schon gezeigt. Das ist so eine Camo Pants. Eine Camo Cargo Pants. Unten mit so Druckknöpfen. Da mit weiteren Taschen und mit so Bändern. Die ist nicht, wie manche von euch vielleicht glauben, von Root, sondern die ist von Minimal LA. So manche kennt die Marke vielleicht. Die inspirieren sich immer wieder an großen Marken und bringen ähnliche Produkte heraus. Die haben aber, also ich bin mega zufrieden mit dieser Cargo Pants. Ich habe die bei Ari Petru gesehen, fand die cool. Ich fand die so nice, dass ich mir die gleich dreimal bestellt habe. Also einmal diese Camo Cargo, was ich euch gezeigt habe. Ich glaube 90 Euro kostet einer. Dann habe ich mir die nochmal in so einem Olivgrün bestellt. Hatte ich noch nicht an, finde ich aber auch ganz cool. Eben auch mit diesen Druckknöpfen unten, damit sie besser am Schuh steckt. Die ist auch mega chillig. Also die ist mega bequem, wie Leon sagen wird. Finde ich sehr cool. Kann ich da easy tragen, so ein bisschen ein Jogging-Fit. Und jetzt habe ich mir noch eine dritte geholt. Das ist so ein Kordstoff, wie man das sehen kann. Wusste ich nicht. Ich habe mir gedacht, das ist eine schlichte schwarze Cargo-Pants. Aber war es dann doch nicht. Ist eigentlich auch ganz chillig. Ich glaube, ich habe für 3 Hosen 260 Euro. Sind die Hosen blickdicht? Ja, sind natürlich auch blickdicht, Freunde. Also bequem, blickdicht und hält warm. Alles dabei. Alle Hosen, die mir jetzt gezeigt haben, waren so um den Dreh um die 100 Euro. Dann habe ich mir noch ein Represent-Shirt geholt. Das ist dieses, das hatte ich auch schon auf meinem, Freunde, ihr wisst Bescheid, auf meinem Drittkanal Maxatrillion kommen ja jetzt täglich 2 Reactions aus den Streams. Wenn ihr mal was verpasst, dann könnt ihr da nachschauen. Und da hatte ich das Shirt schon an. Das ist dieses Represent-Shirt. Finde ich mega cool. Finde ich sehr, sehr cool. Ich ziehe das einmal ganz kurz an.
an. Passt auch mega zu der Hose. Fit ist halt bei Represent immer Bombe. Diese Shirts sind halt absolut nice. Ich finde auch, zu dieser Hose passt das einfach perfekt. Bin ich sehr begeistert von diesem Shirt. Auch der Kragen, die machen das halt einfach top. Hinten, wie gesagt, steht da hinten nochmal Ozzy Osbourne mit den Tour-Dates drauf. Lass das jetzt gleich an. Wenn wir jetzt schon bei Rippers, für das habe ich bezahlt, ich glaube, keine Ahnung, 107 Euro, 110 Euro oder so. 1 von 10. Ja, kann schon sein, dass das vielen nicht gefällt. Represent fahrt ja jetzt echt diese Vintage-Vibes mit diesen fetten, plakativen Aufdrücken. Aber ich fühle es. Eins meiner Lieblingsshirts von Represent. Weil wir schon bei Represent sind, Leute, ich habe mir noch ein Represent-Shirt bestellt. Ich habe mir extra einen Wecker gestellt, weil das war nur für eine Stunde available. Aber das ist erst jetzt gekommen. Da gab es irgendwie Lieferschwierigkeiten. I don't know. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, so ein weißes. Schauen wir mal rein. Ich glaube, das habe ich gesehen. Ja, ich weiß schon wieder. Natürlich, wieder klassisch, Leute. Represent mit den Hunden und Feuer und so weiter und diesen Totenkopftypen. Aber das... das ist schon sehr nice, Leute. Uff, mit diesen Orangetönen auf dem Beige, das kommt halt mega gut. Das ist wirklich nice. Ich zieh's mal ganz kurz an. So, Leute, das ist das beige Shirt. Ja. Man kann halt nichts falsch machen mit seinem Represent-Shirt. Kostet ein bisschen was über 100 Euro, 107 oder 110. 10 von 10, sagt ihr. Das ist wirklich wild. Und dazu vielleicht dann noch die 4er Off-White. Boah, das wäre eine wilde Kombi. Represent haut jetzt einfach aktuell so viele Sachen aus. Ich bin halt einfach schon ein richtiges Opfer von ihrem Marketing geworden. Ich bestelle jede Woche Represent gefühlt. Es ist eh schon viel zu viel. Aber da musste ich einfach wieder zuschlagen, wenn mir das Shirt gut gefällt. So, jetzt kommen wir zu zwei günstigeren. Na, was machen wir als nächster? Ah, jetzt zeige ich euch was Wildes, Leute. Da werden einige von euch jetzt begeistert sein, kann ich mir vorstellen. Und zwar kommen wir wieder ins Thema Paisley rein. Ja? Allerdings noch nicht die Winterjacke, sondern ich habe eine andere Jacke gefunden. Und das war ganz, ganz schwierig, die zu bekommen. Irgendwie hatte Tiger diese Jacke an und ein DJ-Kollege von mir, Grüße gehen raus an Orlando J-Steps, wollte unbedingt wissen, was das für eine Jacke ist und hat irgendwie den Stylisten von Tiger kontaktiert und der hat ihm dann gesagt, wie das heißt. Und zwar heißt die Firma Formi Studios. Und für diese Paisley-Jacke habe ich bezahlt, ich glaube, 260 Euro oder so. Ich sehe aber gerade, das soll ein Large sein. Das könnte vielleicht ein bisschen zu kurz sein. Aber was sagt sie zu dem? Finde ich ganz nice mit so Druckknöpfen. Stoff ist ein Jeansstoff, also es ist eigentlich eine Jeansjacke gefühlt. In Rot. Fuck, bevor ich den Knopf abreiß. Ah, okay, man macht so. Ich ziehe die jetzt einfach mal an. Was meint ihr zu der Jacke? Ist halt schon cropped auch, dieses Ding. Also da jetzt dazu ist natürlich Katastrophe. Aber schon etwas kurz. Wenn ich jetzt X-Large bestellen würde, dann würde es halt an den Ärmeln länger sein. Aber I don't know, Leute. Bisschen zu kurz, Frauenjacke, zu auffällig. Na, hätte ich kein Problem damit. Das, also, Freunde, wir fallen eh gerne auf, oder? Besser auffällig als anfällig. Zurückschicken, please eine Nummer größer. Ist komplett sold out, gibt's gar nichts mehr. So jetzt im Sitzen schaut's nice aus, die Jacke. Vom Fit her auch, finde ich's ganz cool. Aber... kurz ist halt schon. Aber es sind viele Sachen jetzt relativ cropped. Alter, nur muss man sich überlegen. Vielleicht schicke ich es zurück. So, Leute, gehen wir weiter. Zu einer weiteren Hose. Ich habe mir eine Baggy Pants von Weekday bestellt. Für die habe ich 50 Euro bezahlt. Grüße gehen raus an Jan. Der hat die, glaube ich, in einem Video... War das Jan oder was war andere? Irgendwer hat die in einem Video gezeigt und gemeint, die ist nice. Oder habe ich die selber bestellt? Ah nein, Blödsinn. Ich habe einfach auf Weekday eine Jacke bestellt, die ich bei BHP Dao gesehen habe. So schaut es nämlich aus. Die werden wir dann nachher gleich uns ansehen. Und dann habe ich einfach mal eine Hose mitbestellt. Ja. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon genug Hosen. Nein, da habe ich nochmal mir gedacht, ja, wenn du schon eine Jacke bestellst, wenn du schon mal da bist, bestellst du eine Hose auch gleich dazu. Einfach eine normale, bisschen... mehr so leicht baggy die Hose. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Hat 50 Euro gekostet, also nicht so schlimm. Die ist zu klein. Die ist leider zu klein. Ist vom Fit her eigentlich auch okay, aber ich merke es oben beim Bund, dass es zu eng ist. Die brauche ich nochmal eine Nummer lockerer. Ja, baggy ist was anderes. Also die ist jetzt nicht so baggy, wie ich mir gedacht habe. Aber ich finde die cool. Ich werde die aber noch einmal zurückschicken und mir eine Nummer größer holen. Und dann da unten, wie ich es schon in einem Video gemacht habe, Leute, einfach hier die Naht auftrennen und nochmal die Innennaht auftrennen, das ein bisschen ausfransen, damit es unten am Schuh besser steckt. Ich wollte so eine schlichte schwarze noch
unbedingt dazu haben. Bei Weekday kann man nichts falsch machen mit 50 Euro. Doch, ich nehme die nochmal eine Nummer größer, aber beim Bund. Das war jetzt eine 30-32. Ich werde es wahrscheinlich 32-32 oder so nehmen. So, was machen wir jetzt als erstes? Ja, wir haben jetzt drei Jacken, Freunde. Drei richtig nice Jacken. Aber ich brauche ein anderes Shirt. Drei Jacken haben wir jetzt. Wir packen zuerst eine... Machen wir es nach Preisen. Zuerst das günstigste, dann das mittelteure und dann das ganz teure Paket. So machen wir es. Pakete stehen schon da. Das sind die drei Jacken, die ich bestellt habe. Sehr fette Dinger. Wir beginnen mit der günstigsten. Das ist eine Weekday Puffer Jacket in Schwarz. Die hat 90 Euro gekostet. Also für 90 Euro bin ich echt gespannt, was die Jacke hergibt. Ob die dann qualitativ auch wirklich hochwertig ist und vor allem, ob die warm hält. Das ist ja ganz wichtig, Freunde, bei einer Jacke. Schauen wir da mal rein. Okay, da ist die Rechnung. Und da ist jetzt diese Jacke drin. Depper, da schaut schon wieder aus. Das ist, wie gesagt, eine Puffer-Jacket. Allerdings nicht aus Stoff, sondern, wie man jetzt schon sehen kann, das ist so ein Kunstlederstoff als Puffer-Jacket. Eigentlich ganz cool. Ich habe die in L bestellt. Bin natürlich jetzt gespannt, wie die fittert. Aber so eine wollte ich unbedingt haben. Und für 90 Euro auf Weekday, das ist echt ein Schnapper. Oh. So, ich zeig's euch mal gut. So schaut die Jacke aus, so ist der Fit, die ist aber cool. Kann man auf alle Fälle machen. Wenn man dazu macht, ist es auch relativ warm, glaube ich. Ja, die ist geil, die ist steppert. Und die kostet nur 90 Euro. Was ist das für ein Schnapper? Die ist echt chillig, Leute. Wenn man so steht mit der offenen Jacke, dann fällt das da hinten so schön. Mit der Cargo Pants dazu. Ist auch eine Kombi, was ich so tragen würde. Die Jacke passt halt überall dazu. Echt geil, ich bin mega zufrieden. Hätte ich mir ganz ehrlich nicht gedacht. Cool. Glatte 10 von 10, ja, seh ich ganz genauso. Also, wer sagt, dass die nicht nice ist, den verstehe ich halt einfach gar nicht mehr. Sieht billig aus? Naja, die ist auch billig. 90 Euro. Leute, für 90 Euro, ich habe da echt eine Winterjacke. Ich glaube nicht, dass bei minus 10 Grad die noch besonders warm hält, aber kann man auf alle Fälle machen. So, dann hätten wir zum einen mal die Jacke. Für mich... Ein absolut nicer Kopf zu einem Top-Preis, also das ist der größte Stil vom Ganzen. Naja, wobei, die nächste Jacke, die kostet glaube ich um die 360 Euro oder so, war auch ein ziemlicher Stil, weil die wurde mir zugeschickt. Da habe ich nichts dafür bezahlt. Und zwar haben wir die, wir haben mal so ein Wie viel ist dein Outfit wert Video gesehen vor Hypenitz und da hat so ein Typ eine Jacke getragen. Und hat gemeint, die ist so, und die habe ich halt gelobt. Jetzt haben mich die Typen angeschrieben und mich gefragt, ob sie mir so eine Jacke zukommen lassen sollen. Und ich habe natürlich nicht Nein gesagt. Barbö heißt die Marke. Die haben machen irgendwie unterschiedliche Sachen, glaube ich. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt mal diese College-Jacke haben wollen. Weil die ist absolut nice, Freunde. Wenn man da jetzt mal reinschickt. Die Ehrenmänner verschicken diese Box, ohne es zuzukleben. Die war nicht mal zugeklebt, die hast einfach so aufmachen können. Da ist jetzt diese Jacke drin und die ist wild. Die ist wild, Leute. Wir haben da so einen normalen Baumwollstoff oder so und da am Rand ist aber so ein Leder. Die ist sehr nice. Ich werde jetzt auch mal kurz anziehen. Auch in L habe ich die bestellt. Ja, die ist chillig. Die ist sehr chillig, Leute. Kann man auf alle Fälle machen. Finde ich sehr, sehr cool. Diesen B für Barbö, die Qualität ist top. Also ich merke jetzt auch, vom Feeling her, absolut Bombe. Echte Qualitätsware, bin begeistert. Wie gesagt, ich glaube 300, 360 kostet diese Jacke, ist natürlich nicht ganz günstig, aber ich finde, man merkt die Qualität, wenn man drinnen ist. Also die ist echt top, auch vom Fit her. Was meint ihr, Leute? 8 von 10, 10 von 10. Also euch gefällt die auch? Ich bin auch mega begeistert. Auch mit dem B da, das ist gestickt mit so einem Filz. Die Druckknöpfe, ja, lassen sich gut verschließen, passt alles. Da das X, nein, die ist echt nice. Leute, so viele nice Sachen da dabei. 290 Euro hat einer geschrieben. Okay, vielen lieben Dank. 10 von 10, top, nice. Okay, das war die vorletzte Jacke. Und jetzt, liebe Leute, kommen wir zum Highlight des heutigen Unboxings. Jetzt kommen wir zur Versace-Jacke. Was ist mit Peso? Wegen dieser Puffer-Jacket. Ich habe sie nicht bekommen und ich habe Justin gefragt, ob er noch eine hat. Und er hat gesagt, nein, er hat keine mehr. Also ja. Ich hätte sie mir zahlt auch, aber er hat gemeint, er hat keine mehr. Kommen wir, wie gesagt, zum Highlight des heutigen Tages. Welche Größe war die Weekendjacke? Alles, ich habe alles in L bestellt, Leute. Alles, was ich hier angezogen habe, ist alles L. Außer bei der Hose. Auch die Hosen, die da, habe ich in 30, habe ich auch in L bestellt. Immer L. Gehen wir zur Versace-Jacke. Da ist das Ding. 750 Euro hätte sie gekostet. Wir hatten einen Gutscheincode und haben jetzt knapp 700 Euro oder so dafür ausgegeben. Ich hoffe, dass die nice ist, Leute.
Auch die haben wir in L bestellt. Plan war eigentlich eine schlichte Jacke zu kaufen, aber schockverliebt, als wir die gesehen haben. Und da glaube ich, war ich nicht der Einzige, sondern auch sehr viele von euch im Chat haben die sehr nice gefunden. Wie kriege ich das Paket da fest? Wo geht's denn da auf? Da oder was? Geh, leck mich. Oh. Da ist das Ding verpackt. Ui. So. Leute. Das erste, was mir auffällt, die ist dünner als gedacht. Viel dünner als gedacht. Oh mein Gott, die ist aber wirklich sehr, sehr dünn. So sieht, aber es schaut wild aus. Kann man nichts sagen. Schaut sehr nice aus. Und hinten haben wir nochmal das Ding. Geil, ich ziehe die gleich mal an. Manchen gefällt sie nicht, das ist mir bewusst, aber mir gefällt sie extrem gut und das ist die Hauptsache, Leute. So, ich bin gespannt auf den Fit jetzt. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Wenn das jetzt kacke ist, wär's Arsch. Versace Couture steht da nochmal drin. Das ist eine Streitfrage mit dieser Jacke. Gefällt nicht allen, dann ist mir bewusst. Oh, chillig. Oh, jawoll. Jawoll. Fit Bombe. Fit ist echt gut. Könnte noch ein bisschen länger sein eigentlich. Aber so vom Feeling her passt. Und ich glaube, die hält auch warm. Ja. Die ist nice, Leute. Der Fit. 10 von 10, krank. Leute, nur nice Sachen. Einmal habe ich ein Glück bei einem Unboxing. Die letzten Male immer irgendwas verkackt, aber jetzt alles richtig gemacht mit den Größen. Also die ist wirklich nice. Boah, ich habe Freude. Leute, geil. Mega, auch der Chat flippt komplett aus. Sehr geil. Ab jetzt nur mehr so in den Streams, oder? Big Shock, man's not hot. Ich muss mich jetzt warm anziehen, weil jetzt geht's ab auf YouTube. Jetzt sind wir kurz vor den 200.000 Abonnenten. Kurz. Mach jetzt mal ein Outfit zur Jacke. Ja, übertrieben wäre natürlich, wenn ich jetzt die Hose dazu anziehen würde. Ich schaue aus, als hätte ich einen Skianzug an. Was ist? Geh mal, komm. Witzig. Ja, für ApoRed wäre das der richtige Fit. Ja, Freunde, das war das Unboxing. Meiner Meinung nach eins der geilsten Unboxing, weil ich einfach absolut begeistert bin. Es war maximal die Hose und die Jacke, was jetzt nicht ganz so gepasst hat. Aber schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat. Es wird am Sonntag dann das angekündigte Video geben. Günstige Alternativen zu Winterjacken, also Preise von 100 bis maximal 400 Euro. Ich habe sehr viele nice Jacken gefunden. Die werde ich euch dann alle am Sonntag zeigen. Also bleibt gespannt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Nicht vergessen, Ende November ist es endlich soweit, meine neue Kollektion Liberty & Justice mit ganz vielen coolen Dingen. Also bleibt auf alle Fälle gespannt. Das war's von mir, euer Maximilian.